Gregum. Sie sind auch hier. Verzieh dich, Knirps. Willst du nicht mit reinkommen? Die Trauerfeier geht gleich los. Nein. Es gibt doch Essen und Trinks. Es sind viele Leute gekommen. Lass mich in Ruhe. Okay. Er gibt sich selbst die Schuld dafür. In dem Leck. Ich bin schuld. Habe ich es gesagt? Wie meinen Sie das? Ich gebe doch mein Bestes. Das Krankenhaus verlässt sich doch auf mich. Ich muss es doch pflegen. Wäre die alte Dame nicht kränker geworden, wäre dieser Wasserschaden nicht passiert. Hätte ich das Krankenhaus besser gepflegt, dann wäre sie vielleicht nicht. Erzähl nicht so einen Blödsinn. Sie wäre sowieso gestorben. Ich habe sie auf dem Gewissen. Das werde ich mir niemals verzeihen. All die Leute da drin, ich blicke durchbohren mich. Sie geben mir die Schuld. Erzähl sie keinen Quatsch. Sie können nichts für Emmas Tod. Ich hatte dieselben Gedanken. Ich habe sie behandelt und bis zum Ende geglaubt, dass sie wieder gesund wird. Ich wollte es nicht einsehen, dass sie sterben wird. Aber in diesem Moment, in dem sie starb, wusste ich, dass es für sie in Ordnung war. Sie war alt, sie war schwach und sie war glücklich. Sie wollte kein ewiger Pflegefall sein. Und das ist in Ordnung. Ich habe mein Bestes gegeben, so wie sie. Und manchmal brechen Mauern in sich zusammen. Manchmal müssen wir uns von Personen verabschieden. Manchmal können wir nicht helfen. Ich gehe jetzt rein. Wenn Sie möchten, kommen Sie gern mit. Ich kann das nicht. Ich bleibe hier. Okay. Aber wenn Sie sich's anders überlegen, sind Sie sicher willkommen. Wie auch immer. Ich sollte gehen. Ich will die Trauernden nicht stören. Tun Sie das, was Ihnen gut tut. Niemand zwingt Sie zu bleiben. Ja, das sollte ich tun. Gehen wir rein. Wenn du mit reingehst, landen die Blicke nicht auf mir. Und ich kann mich schnell verdrücken. Einverstanden. Horbacke. Was hat der denn hier zu suchen? Der Krawallfritze. Der soll mal bitte hier fernbleiben. Hier ist nichts. Ich muss mit Giano sprechen. Die Trauerfeier geht sicherlich los. Ich hoffe, der sorgt hier nicht noch für Ärger. Und hast du ihn gefunden? Ja. Er ist der Hausmeister bei uns im Krankenhaus. Er will aber nicht reinkommen. Ich denke, er braucht Zeit für sich. Das brauchen wir alle, denke ich. Ich freue mich trotzdem, dass er hier ist. Wie geht es dir eigentlich? Ich komme klar. Aber bitte gib Bescheid, wenn ich was tun kann. Das werde ich, mein Freund. Setz dich bitte, es geht gleich los. Liebe Gäste, könnte ich einen Moment Ihre Aufmerksamkeit bekommen? Danke, dass ihr alle gekommen seid.
Ich bringe die Worte kaum über meine Lippen. Aber vergangene Nacht ist Irma, meine liebe Mutter, verstorben. Sie war immer eine Person vieler Worte, vieler Geschichten und umgeben von Leuten, die ihr Liebe geschenkt haben, von euch. Und ich möchte euch dafür danken. Ich, als Kind, hat sie mir ein Instrument beigebracht, hat mit mir geübt. Ich habe jede Sekunde davon gehasst. Aber wenn ich gespielt habe, dann haben ihre Augen geleuchtet. Ich wünschte mir, sie würde mich nochmal mit diesem Blick ansehen können. Ich möchte euch ein ganz besonderes Lied vorspielen. Ein Lied, das sich ihr Mama gewünscht hat. Oh, schön. Ich weiß noch, wie ich mal an einem eisigen Tag meine Briefe ausgetragen habe. Ich bin auf dem glatten Boden ausgerutscht. Eine komplette Tasche mit all den Briefen ist in den Fluss gefallen. Ich habe mir dabei das Kreuzband gerissen. Irma hat mir nicht nur geholfen, jeden einzelnen Brief aus dem Fluss zu angeln. Sie hat sie sogar getrocknet, restauriert und für mich ausgetragen. Irma hat mit meinen Eltern in einem Restaurant gearbeitet. Es lief nicht mehr so gut, aber sie hat sich ein neues Gericht ausgedacht. Das bunte Rübengratin. Es war der Renner. Niemand wollte mehr etwas anderes essen. Irma und ich haben jeden Donnerstag im Sommer zusammen Mühle gespielt. Woher kanntest du Irma, Finley? Ich kann euch sagen, woher der Knirps immer kannte. Halt deine Fresse! Er hat sie sterben lassen. Ist doch so. Irma war topfit und dann knickt sie nur mal um. Verstaucht sich den Knöchel. Landet im Krankenhaus. Und kurze Zeit später geht es ihr so viel schlechter. Alter, verpiss dich, du... Wir müssen jetzt auf eine Trauerfeier für Ärger sorgen. Raus! Aber sowas von. Ich sag euch, das war die Schuld von dem da. Alter, sieh zu, dass du rauskommst, bevor ich durch den Bildschirm krieche. Nicht digitale Charakter. Kreativ machen. Die Schuld des verdammten St. Ursula. Ich habe es gerade selbst gehört. Sie lassen das Krankenhaus vollkommen. Alter! Es ist in einem so schlechten Zustand, dass Leute sich dort Krankheiten einfangen. Niemand hat sich erst in dieser Bruchbude die Lungenentzündung geholt. Ich sag's euch, Irma ist nicht einfach so gestorben. Ich hab gesagt, der soll sich wegreiten. Das ist so fies. Das war so klar, dass der kommt. Sie wurde dort umgebracht. Und diese Fuscherei wäre immer heute noch bei uns. Wir würden feiern und nicht trauen. All die dort arbeiten sollen dafür gerade stehen. Uns allen würde es besser gehen, wenn das Krankenhaus weg wäre. Ralf, das ist doch Quatsch. Nee, wartet mal. Irgendwie hat er doch recht. Ja, das St. Ursula ist eine Gefahr für uns alle. Genau, wir müssen diese Mordlustigen loswerden.
Riecht jetzt das wirklich besser? Was? Seht ihr hier jemand aus dem Krankenhaus, bis auf diese Witzfigur da? Eben, sie trauen sich nicht einmal, zu ihrer Trauerfeier zu kommen. Weil sie wissen, dass sie schuld sind, ist doch ganz klar. Aber jetzt seid alle mal ruhig. Ich bitte euch, es geht hier nicht um Schuld. Es geht hier nicht um das St. Ursula. Es geht um Irma und meine Mutter. Um meine Mutter, um eure Freundin. Finny, ja. Bitte nimm es mir nicht krumm. Aber es ist vielleicht besser, wenn du gehst. Verdammt, dann gehe ich halt. Das ist, alter Schwede. Das bin ich aber von ihm weggeschickt. Alter, was ist denn das für ein... Tut mir leid, dass ich gekommen bin. Das ist so drecksvoll. Jetzt wird der Hund auf die Jagd hier. Alter. Steht hier. Alter. Dem Hund dort, den will ich ankragen. Das ist. Aber. Bitte, ich will nicht, dass dieser Streit irgendwas an Denken verhält. Weil ihr. Das, Alter. Wir finden jetzt natürlich die Quelle des Streits. Ist deswegen. Alter, das ist. Ich krieg die Gewaltfantasien. Mach's wieder gut, versprochen. Ach komm. Wir sprechen nochmal. Könnten wir alle. Können halt stuhlen bleiben. Geht mir freiwillig. Oh Mann, das habe ich mir anders vorgestellt. Gib dir doch bitte keine Schuld, Finny. Bitte nicht. Das ist diese Tricks. Die wissen noch nie, was da reden. Dich da rauszuwerfen, das ist da. Für den ganzen Laden abfackeln hier. Ist das bitte möglich in diesem Spiel? Scheinbar hatte mein Handy keinen Empfang im Gilbert. Mia und Karl haben gerade versucht, mich zu erreichen. Wie finde ich? Danke, dass du zurückrufst. Sie haben mir Sorgen gemacht, als ich dich heute gesehen habe. Alles okay? Ich würde lügen, wenn ich ja sage. Oh. Ich weiß nicht, ob es dir hilft, aber ich habe mir heute was vorgenommen. Ich glaube, ich brauche etwas Ablenkung und ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht auch welche haben magst. Mitkommen können wir uns gegenseitig helfen. Pina wird auch dabei sein. Klar, wieso nicht? Großartig. Ich habe gerade Feierabend gemacht. Ich stehe mitten auf dem Marktplatz. Perfekt, dann komme ich dir entgegen. Wir treffen uns beim Krankenhauseingang, okay? Alles klar, bis gleich. Die Trauerfeier kann mir gestohlen bleiben. Als ob wir da rausgeworfen wurden. Diese Tracking. Weil der Typ da Stimmung gemacht hat. Den sollte man rauswerfen und seine Kompagnons. Dann stimmen die dem auch noch zu. Irgendwie hat er auch recht und so weiter. Alter. Da will ich eine Runde reinlangen. Peter, bei der Trauerfeier, da will ich. Das hätte ich mal. Alter Schwede. Ich hoffe, dein Arm war besser als meiner. Diese Bande. Das hat mich jetzt. Das hat mich jetzt noch mehr berührt. Sowas ging ja absolut nicht. Wollt sie uns nicht entgegenkommen? Ist die Trauerfeier schon vorbei? Dr. Grossi hat erzählt, dass du dort bist. Für mich schon. Es gab einen Streit. Mir wurde die Schuld gegeben, dass Irma starb.
Das kann ich nicht glauben. Ich wollte mich erklären, aber ich kam nicht dazu. So eine Frechheit. Da werde ich richtig wütend. Ich auch. Ja, lass uns gerne das Thema wechseln, okay? Was hast du denn vor? Ich habe heute eine Premiere. Deswegen habe ich auch den Kran nicht angerufen, der hätte mit mir gemeinsam den Laden angezündet. Da hätte ich jetzt Bock drauf gehabt, aber nee. Muss jetzt. Klügere Entscheidung ist das. Ist das nicht. Was meinst du? Ich probe heute das erste Mal mit bei der Puck bei einer Amateurgruppe. Vielleicht hast du ja Lust zuzugucken. Ich will direkt mit Publikum üben. Muss ich dafür etwas tun? Zuschauen, zuhören, zu nicken. Nicht zu streng sein mit dieser Kritik, mit deiner Kritik. Das schaffe ich. Hurra, dann los. Die Probe findet auf der kleinen grünen Bühne im Park statt. Na dann, auf geht's. Haben wir vielleicht noch was Schönes am Abend. Diesem Rausschmiss. Alter, der wird was zu hören kriegen. Hätte mich bei der Betreuer schwer aus der Bar geworfen. Der braucht nochmal zu überlegen, ob ich nochmal in seine Bar komme. Es war so klar, als ich ihn schon dort rauchend im Hinterhof gesehen habe, ich gedacht, der wird Krawall machen. Mia, stark, dass du gekommen bist. Du hast Fini mitgebracht. Ja, ich habe ihn gefragt, ob er mitkommen will. Aber nur zum Zugucken. Zugucken, Pillepalle. Du kommst genau richtig. Eines unserer Mitglieder fällt heute aus. Als ob. Er hat sich auf dem Winterschlaffest eine Grippe oder so eingefangen. Können wir dann überhaupt proben? Na klar, du hast doch exzellenten Ersatz mitgebracht. Aber, oh ja, Fendi, bitte mach mit. Dann fühle ich mich bestimmt wohl in meiner ersten Rolle. Na gut. Ja, hurra. Ich war in der Grundschule in der Theatergruppe. Vielleicht bin ich aber etwas eingerüstet. Ich Stück spielte, dann kann ich da überhaupt einfach einspringen. Das ist ja das Tolle. Wir sind eine Impro-Gruppe. Oh, große Güte. Heißt, wir geben jedem eine Rolle und gucken, was passiert. Heute steht etwas ganz Besonderes auf dem Plan. Ein Kriminalfall. Oh, große Güte. Ich habe jetzt schon Angst. Frag mich mal. Und du, Fendi, wirst der Detektiv sein, der Kommissar. Oh, große Güte. Der Typ, der ein bisschen zu hart für die Polizei. Oh, große. Der Rest der Gruppe kann so gut üben und du bist quasi der Schiedsrichter. Oh, große. Okay, das wird immer besser. Oh, okay, ich hoffe, das kriege ich hin. Ganz bestimmt, das wird super. Seid ihr alle bereit? Kann losgehen. Ich bin schon ganz aufgeregt hier. Auf geht's. Oh, weia. So, alle haben ihre Rollenbeschreibung bekommen. Gibt es irgendwelche Fragen? Ja, hier. Gut. Meine Lieben, wir haben heute zwei Neuzugänge. Um das zu feiern habe ich mir heute das besonders ausgedacht. Hör zu. Wir befinden uns in einem alten Krankenhaus. Wo sonst? Es ist 6 Uhr morgens.
Es stürmt und regnet in Strömen, als ihr nach und nach das Gebäude betretet. Es wird also ein Pen and Paper. Kurz nach Arbeitsbeginn hört ihr den schrillen Schrei der Chefärztin. OM. Das geht bestimmt noch mehr. Komm schon, ich will den Schrecken hören. Schon besser. Im Büro der Chefärztin wurde eine Leiche gefunden. Doch es ist nicht irgendeine Leiche. Sie gehörte der persönlichen Assistenz der Chefärztin. Dum, dum, dum. Ihr versammelt euch im Pausenraum. Der frische Kaffee brudelt noch in der Kanne, als die Tür ein weiteres Mal aufsteigt. Kein geringer als der berühmte Detektiv der Stadt betritt den Raum. Finny, dein Einsatz. Mit ernster Miene und entschlossenem Gang beginnt er seine Befragung. Finny, wenn du deine Auflösung abgeben möchtest, sprich mich einfach an, okay? Okay. Und so beginnt das Feuer. Detektivmusik. Ich weiß nicht, warum das passieren konnte. Das war die Chefärztin. Ich bin mir absolut sicher. Glauben Sie mir einfach. Sie hätte alles. Credit Trust Nico. Sie hätte alles für ihn getan, aber hat das unter den Tisch gekehrt. Wenn er sie damit bedroht hätte, dann hätte sie sofort zu den Mitteln gegriffen. Alles, um ihre Karriere zu bewahren. Ich habe sie gestern Abend zwar das Gebäude verlassen sehen, als ich zu meiner Nachtschicht angetreten bin, und es heißt absolut gar nichts. Wo waren sie zum vermeintlichen Zeitpunkt des Mordes? Und wo haben sie sich zum Zeitpunkt der Tat aufgehalten? Ich war nur noch in der Raucherpause hier. Ich bin vorhin von der Nachtschicht wiedergekommen. Ich wollte dann nach Hause gehen. Ist Ihnen etwas aufgefallen? Gibt es außer Ihrem Vermutung etwas, das relevant sein könnte? Naja, ich weiß nicht, ob es wirklich relevant ist. Bevor die Assistenz hier angefangen hat, hatte er in einem anderen Krankenhaus gearbeitet. Wurde da zu Unrecht der fahrlässigen Tötung beschuldigt und entlassen. Können Sie sich das vorstellen? Das hatten wir schon. Das ist eigentlich eine Intervention, die ihn aufheitern soll. Ich sehe es schon. Das habe ich schon wieder einen Clip gekriegt. Niemand anderen im Verdacht. Habe ich doch schon gesagt. Die Chefärztin natürlich. Haben Sie noch nie einen Krimi gesehen? Alles klar. Oh Mann, ich brauche einen Kaffee. Es ist wirklich schrecklich, was passiert ist. Ich kann das immer noch nicht fassen. Und ich war sogar schon im Gebäude und konnte trotzdem nichts tun. Und vor dem Gebäude haben sie sich dann zum Zeitpunkt der Tat aufgehalten. Ich komme immer extra früh. Ich arbeite gerne wo vor der Trubel anfängt. Saß ich den ganzen Morgen in meinem Büro. Ich habe Patientenakten durchgearbeitet. Ich bin noch nicht lange hier. Ich wollte gerne einen Neuanfang nach meinem alten Krankenhaus. Ich verstehe mich hier sehr gut mit allen. Trotzdem versuche ich, mich schnell einzufinden. Ist aufgefallen? Wie Sie vielleicht bereits wissen, bin ich recht neu hier. Von daher würde ich mich vermutlich noch nicht immer auffallen, wenn ich hier etwas ungewöhnlich wäre. Vielleicht hilft es aber auch dabei, die Sachen objektiver zu betrachten. Ja, vermutlich. Ist jemand im Verdacht? Ich möchte keine falschen Vermutungen streuen. Aber es gibt da tatsächlich etwas.
Chefärztin hat, kam vor einem Tag zu mir. Sie bat mich darum, den Außenmesser am Auge zu behalten. Er wurde wohl öfters auf meiner Etage gesehen, wie er ins Lager ging. Manche vermuten, dass er Medikamente klaut. Da haben sie etwas beobachtet? Nein, ich habe ihn nie dort gesehen. Vielleicht hat der Ermordete ihn ja auf frischer Tat gehabt. Das wünschte ich wirklich niemandem. Ich habe ihn schon einige Mal auf dem Stuhl gesehen. Abgesehen von einem freundlichen Nickerchen haben wir noch nie nicken. Nicht Nickerchen. Haben wir doch nie miteinander interagiert. Krankenwagenfahrer, aha. Ich komme später mal nochmal zu ihm. Ich helfe gerne, wenn ich kann. Ich würde gerne helfen, aber ich war den ganzen Tag vormittag beschäftigt. Womit waren sie denn beschäftigt? Irgendwann heute Nacht ist dieses verdammte Rohr am Keller schon wieder geplatzt. Es ist schon das dritte Mal diesen Monat. Und niemand kümmert sich darum. Dann steht immer alles unter Wasser. Ich habe also den ganzen Vormittag da unten rumgehockt und rumgeschraubt. Dann dachte ich, was ist denn da komisches im Wasser? Und zack, hatte ich die Mordwaffe in der Hand. Ist Ihnen sonst irgendwas aufgefallen? Ich weiß nicht, ob das hilfreich ist, aber ich habe oft mit dem Typen geredet. Halt so auf der Treppe nach der Arbeit. Weil er der Einzige ist, der hier außer mir raucht. Vor 2 Tagen hat er komische Sachen gesagt. Darüber, dass er sich verfolgt fühlt und so was. Konnte ihn beschwichtigen. Hab gesagt, dass er sich das einbildet. Scheinbar hat er sich das nicht eingebildet. Alles klar, danke für den Hinweis. Haben Sie jemanden verdacht? Vielleicht der Krankenwagenfahrer. Er war irgendwie immer komisch, wenn es um die rechte Hand ging. Er hat auch gestern wieder vor seinem Büro gegessen. Weiß nicht, ob das hilft. Das hatten wir schon. Erzählen wir etwas über die neue Ärztin. Ich glaube, sie geht mir aus dem Weg. Aber ich weiß nicht warum. Also, sie können sich überhaupt nicht vorstellen, wie das war. Natürlich schockiert mich eine einzelne Leiche nicht. Davon habe ich in meiner Karriere schon einige gesehen. Aber mein Büro vor meinem dritten Kaffee ist sehr wohl die Hölle, die Höhe. Also, wie mache ich mich, finde ich, ist das überzeugend? Machst das super. Aber bleib in der Rolle. Ups, ja, wie hier. Ich würde Sie gerne zum Vorfall befragen. Und ja doch, es ist natürlich auch in meinem Interesse, dass sich diese Situation klärt. Und zwar schnellstmöglich. Ich bin viel beschäftigt, also halten Sie sich kurz. Gut, ich werde mich sputen. Oder so. Wo haben Sie zum Zeitpunkt der Tat aber sich aufgehalten? Ich war zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht im Haus. Ich habe gestern bereits am frühen Abend das Gebäude verlassen. Grundsätzlich versuche ich immer so früh wie möglich hier zu sein. Entsprechend für früh kann ich mein Tageswerk beenden. Nur heute ist mein Auto liegen geblieben, sodass ich erst mit dem Rest der Belegschaft hier ankam. Der Pannenservice hat ewig gebraucht. Vielleicht war es aber auch mein großes Glück. Stellen Sie sich mal vor, vielleicht würde ich sonst hier kalt am Boden liegen. Schrecklich. Ich stehe hier jedoch somit als Täterin offensichtlich komplett außer Frage. Verstehen. Haben Sie sonst irgendwas bemerkt? Frage mich nur, wieso es ausgerechnet in meinem Büro sein musste. Die einzige Person mit einem Schlüssel, abgesehen von mir,
war meine Assistenz. Wir konnten uns nie leiden. Ich weiß nicht, was er in meinem Büro verloren hat. Soweit ich weiß, war er nie in meinem Büro, wenn ich nicht auch da war. Die Schlüssel waren nur für Notfälle gedacht. Wenn Sie mich fragen, war es sowieso die Person aus der Pflege. Meine rechte Hand hat vor einigen Wochen als Kürzung für den Pflegebereich übernommen. Seitdem höre ich nur Beschwerden darüber. Außerdem hat einen Hang zu unprofessionellen Emotionen. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Vorhin haben Sie gesagt, Sie und Ihr Assistent konnten sich nicht leiden, richtig? Das ist korrekt. Ist es nicht. Ich weiß aus verschiedenen Quellen, dass Sie sich sehr gut mit ihm verstanden haben. Das ist zum einen eine Behauptung und zum anderen Gegenargument für eine Anschuldigung. Ja, ich habe gelogen. Aber das war nur zu Lieben meines Rufs. Ich will keine Chefin sein, die dafür bekannt ist, Favoriten zu haben. Also behandle ich alle gleich. Ich glaube nicht, dass ich jemals mit ihm geredet habe. Ich habe Angestellte meistens nichts zu tun. Sie verstehen, was ich meine. Sie ist noch lange hier. Ist noch nicht lange hier. Erst ein paar Monate. Sie hat sich gut eingearbeitet. Am Anfang war ich etwas skeptisch. Wir wussten nicht, ob sie das nötige Durchsetzungsvermögen hat. Und dabei geht es. Normalerweise ist sie sehr zuverlässig. Auch wenn ich heute nur einen Stapel und barbierte Akten vorgefunden habe. Ich möchte ehrlich zu Ihnen sein. Ich hatte schon immer eine Vermutung. Ich vermute, dass er irgendwelche krummen Dinger dreht. Er ist immer überall schlecht, überall herum. Ich glaube, dass er klaut. Aber ich habe bis jetzt noch keinen Beweis.